So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 21. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem ersten FC Magdeburg. Und nachdem es zuletzt ja den Derby-Sieg gab gegen Halle, das 2:1, zweimal Lohkämper mit dem Tor, zweimal Beck mit der Vorlage. Ihr seht, der Beck, der ist auch Man of the Month, Spieler des Monats geworden. Nach dem ganzen Schlotz starten wir heute rein in die Partie gegen Chemnitz, wollen weiter unsere Tabellenführung ausbauen. Die Chemnitzer aktuell auf Platz 7 mit der Hoffnung, durch einen Dreier auf Bremen 2 anschließen zu können, auf Aalen anschließen zu können. Wir sind ja aktuell das Nonplusultra in der Liga. Gerade mal eine Niederlage einstecken müssen. Der Rest ist, ja, alles sehr, sehr gut. 12 Siege aus 17 Spielen ist, denke ich, sehr ordentlich. 40 Punkte ebenfalls. Heißt, die 40-Punkte-Marke ist geknackt, Freunde. Der Nicht-Abstieg ist besiegelt. Kappa. Und dementsprechend wollen wir jetzt natürlich mehr, wollen mit einem möglichst großen Vorsprung das Jahr 2017 beenden. An der Stelle, wenn es euch wieder gefällt, ihr wisst Bescheid, Däumchen nach oben, ich würde mich sehr über den Support freuen. Leider aktuell immer noch keine interaktive Folge vor Produktion, ihr wisst auch Bescheid. Und wir werden uns aber auch heute ein bisschen noch um, ja, wir machen so eine minimal kleine Kaderanalyse. Habe ich mit euch vor und werden dann dementsprechend auch nochmal vielleicht den Scout losschicken, um ein paar Spieler zu beobachten. Größtenteils, das muss ich mir nochmal schnell mitnotieren auf meinem Word-Sheet, Freunde. Ich schreibe einfach mal Absteigerspieler. Absteigerspieler. Ich habe mir den Kader noch mal ein bisschen angeschaut und meiner Meinung nach haben wir weiterhin vor allem zwei große Baustellen in diesem Team. Eventuell drei, zweieinhalb. Meiner Meinung nach sollten wir uns ziemlich kurzfristig um einen Mann kümmern, der eventuell im ZOM ran kann, aber auch im Sturm. Ne? Ihr wisst ja, eines unserer Ziele, die vom Vorstand gegeben wurden, waren, dass wir einen Stürmer verpflichten sollen. Ist meiner Meinung nach jetzt eigentlich nicht so mega wichtig, weil wir haben drei Top-Stürmer. Klar, wenn sich mal einer verletzt oder vor allem zwei, müsste man gucken. Aber selbst dann kann noch ein Chahed ran. Also eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt, aber wir stehen aktuell zieltechnisch nicht wirklich gut da. Sportlich überragend, der Rest, naja. Heißt, da wollen wir, wenn es geht, auf jeden Fall nochmal einen Stürmer verpflichten. Vielleicht irgendwie einen jungen Mann, den man da fördern kann, der vielleicht, wie gesagt, auch so als hängende Spitze oder als Zehner statt Ludwig mal ran kann, sollte sich Ludwig mal verletzen. Sprich, das würde ich so als eine Position aktuell sehen. ZOM-Backup für Ludwig, der gleichzeitig auch Backup für Beck, Lohkämper und Düker sein kann. Dann hätten wir da schon mal ein Ziel erfüllt. Müsste allerdings ein Stürmer sein, der als Zweitposition ZOM ran kann, sonst hätten wir wieder das Ziel vom Vorstand nicht erfüllt, ne? Das ist die Option Nummer 1. Dann, darüber habe ich im letzten Part in-game schon mal kurz drüber gequatscht. Die Frage ist, wie gehen wir es mit den Keepern weiter an? Wir haben Brunst, wir haben Glinker, wir haben Seidel. Seidel wird Keeper Nummer 3 sein. Und Glinker wird über kurz oder lang uns verlassen, beziehungsweise ins Alter kommen, keine Rolle mehr spielen. Heißt, die Frage wird sein, aber da werden wir uns wahrscheinlich erst im Sommer drum kümmern, wo ich dann auch eure Meinung wieder mit reinnehmen kann in die Videos, in der Transferperiode. Spielt man mit Brunst, wenn wir aufsteigen sollten? Wir gehen immer mal davon aus, dass wir aufsteigen, ne? Weil das ist das Riesenziel und da sieht es auch wunderbar aus. Heißt, wir müssen auch Richtung Liga 2 planen. Lässt man einen Brunst als Stammkeeper in Liga 2 ran und verpflichtet sich nochmal einen zweiten jungen Keeper, irgendwie mit einer 65 oder so, der dann Glinker auf kurz oder lang ersetzt und auch so ein bisschen im Konkurrenzkampf mit Seidel steht. Oder spielt man Seidel als dritten Keeper, Brunst als zweiten und holt sich eine neue Nummer 1 für Liga 2. Das sind jetzt aktuell mal so die Ideen, die ich zu der Torhüter-Position habe. Aber wie gesagt, das hat noch ein bisschen Zeit. Und was ihr mir noch in die Kommentare geschrieben habt, wir könnten uns, und das machen wir jetzt auch mal ganz schnell, mal in den anderen Ligen, sprich vor allem in der Bundesliga, beziehungsweise in Deutschland, also nicht in der Bundesliga, in der zweiten Liga, mal nach den aktuellen Absteigern umschauen. Das wäre in dem Fall Aue, Regensburg, Duisburg, Sandhausen, Heidenheim. Die fünf kannst du mal so grob mit reinnehmen. Dresden lasse ich jetzt mal noch außen vor. Wo man eventuell mal schauen kann, ob man da den einen oder anderen von kaufen kann. Heißt, wir gucken uns mal Aue, Regensburg. Warte, ich schreibe mir das mal schnell auf, bevor ich es dann wieder vergesse. Aue, Regensburg, Duisburg, Sandhausen, Heidenheim. Lass uns mal von den fünf Vereinen kurz mal den Kader anschauen. Ob da für uns was Interessantes mit dabei wäre. Das ist ja immer eine Option, dass man da auch mal was guckt. So, und dann werde ich die, glaube ich, wenn es geht, mal scouten und dann schauen wir mal. Aue auf der 1. Fangen wir mal im Tor einfach an. Daniel Haas, uninteressant. Robert Jendrusch, Martin Mennel wäre vielleicht nochmal ein interessanter Mann. Ich weiß allerdings nicht, bei wie viel der steht. Werde ich mal scouten. Ziemlich erfahrener Keeper, nicht zu alt. Bisschen klein vielleicht mit 1,84. Aber kann man mal scouten, der ist schon zu alt hier, der Kerle.
Innenverteidiger technisch brauchen wir eigentlich nicht gucken, da brauchen wir aktuell nichts. Mittelfeld, da wird es jetzt schon wieder ein bisschen interessanter. Ferrati, das ist der Mann, genau, der vom HSV verliehen ist. Tommy Käsemodel, Freunde, der Platzwart von Aue. Vertrag läuft aus, das wäre natürlich eine Legende, aber den brauchen wir ja nicht. Mario Kvesic, wir müssen eigentlich echt direkt nach Stürmern schauen, das bringt uns hier nichts. Wir müssen mehr nach Stürmern schauen, die auch im ZOM ran können. Da hätten wir einmal Pascal Köpke, das war ein interessanter Mann, den ihr vorgeschlagen habt. 74er Athletik, Antritt, der Essen, das wäre durchaus eine Idee. Das wäre durchaus eine Idee. Okay, Köpke werde ich mir da mal auf meine Liste schreiben, Freunde. Pascal Köpke, haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Fände ich sehr interessant, würde auch da vielleicht ganz gut reinpassen. Dimitri Nazarov, ja, das sind alles eher LFs, die will ich da nicht nehmen. Ich will, wie gesagt, den Stürmer für uns kaufen, für die Zukunft. Und auch den Stürmer kaufen, um das Ziel zu erfüllen. Deswegen mal schauen. Dann als nächsten Verein gucken wir uns Regensburg an. Schauen wir mal auf die Torhüterposition. Bastian Lerch, Nita, Weidinger, Pentke und Weiß. Kann ich mal Weiß scouten? Ah, der ist verliehen, dann scout ich die nicht. Ja, die anderen werden eher nicht so eine Rolle bei uns spielen, das kannst du vergessen. Dann gehen wir nochmal rein in den Stürmer. Sebastian Stolzer, Marco Grüttner, Jonas Niedfeld, Cialto. Den können wir vielleicht mal scouten. Vertrag läuft auch noch aus, aber der ist leider 20 erst. Den können wir auch mal scouten. Adamjan. Sargis Adamjan. Ich weiß nur leider nicht, wie viel Platz unser... Ah, der ist auch verliehen, da brauchen wir auch nicht scouten. Wie viel Platz, wie viele Leute der noch scouten kann, unser Kollege. Das ist ein bisschen das Problem. Aber gut, finden wir. Dann als nächstes Duisburg. Teuter. Daniel Davari, Ex-Braunschweiger, glaube ich. Marc Flecken, Ex-Aachener. Die könnte man beide mal scouten. Schauen wir mal, ob wir dafür Infos bekommen. Dann wieder der Stürmer, Brandstetter. Boris Taschi, der ist doch eigentlich auch... Wo kommt der denn her? Der kommt doch auch woanders her. Werde ich auch mal beobachten. Kingsley Onuekpo, Legende. Ich will eher nochmal den Jüngeren eigentlich. Ich will nicht so einen Alten. Ich will eigentlich maximal eigentlich 23. Deswegen Duisburg lassen wir auch mal außen vor. Als nächstes war Sandhausen nochmal in der Liste. Gucken wir auch mal eben schnell. Marcel Schuhen. Okay, werden wir auch nochmal scouten. Rick Wulle. Stürmer. Mirko Born. Andrew Wooten. Sukuta Pasu. Und der Wright ist allerdings von Schalke verliehen. Werde ich trotzdem mal scouten. Mal schauen, der sieht nicht schlecht aus, der Kerle. Könnte vielleicht ein Top-Talent sein, US-Amerikaner. So, und dann last but not least, nehmen wir nochmal kurz Heidenheim mit rein. Und dann geht es jetzt langsam auch schon in den Part gegen Chemnitz. Dominik Wiedemann. Robert Glatzel. Beobachten wir mal. Dove dann können wir mal beobachten. Und ich hoffe, wir haben noch genau einen Slot frei. Perfekt, den beobachten wir auch nochmal und dann passt das. Keeper technisch. Kevin Müller. Ja, den können wir auch nochmal schnell schauen. Kevin Müller Vertrag läuft sogar aus. Sehr interessant. Aber 24 Tage passt eigentlich. Das passt eigentlich. Okay, und dann müssen wir jetzt nochmal ganz schnell rein. Das haben wir noch gar nicht gemacht bisher in FIFA 18. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich das jetzt hier nochmal finde. Wahrscheinlich irgendwo im Büro oder so. Scout-Aufträge hier haben wir es. Da will ich rein. Die lösche ich mal. Und dann gehen wir jetzt hier mal kurz rein. Vertrag ist mir egal. Position machen wir einmal Torhüter. Alter. Maximal. Ach, jetzt kann ich nicht so rum. Please, Batman. Runtergehen. Maximal 3 und... Ja, Torhüter kann... Torhüter kann bis 28 sein. Kopfballspezialist. Kappa, nein, das passt. Okay. Nummer 1 und dann machen wir nochmal einen Stürmer. Vielleicht können wir da mal bei den Attributen auf jeden Fall eher Richtung Dribbler temporeich gehen. Spielmacher vielleicht auch so ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Und den würde ich auf jeden Fall bis maximal 23 machen. Ja, das sind mal so die zwei Aufträge, die wir auch mal dem Scout mitgeben. Okay, haben wir das dazu, Jungs? Dann würde ich sagen, quatschen wir nicht länger drum rum. Wir wollten eigentlich ja immer wieder ein bisschen rotieren mal. Heute gegen Chemnitz lasse ich mal Schäfer raus, bringen wir Heinke mit Hamann da hinten. Probieren wir mal. Roter bekommt halt wieder den Einsatz statt Sowislo. Charhead darf mal rein statt Tür. Öppala. Öppala, Freunde, was ist Öppala? Statt Türpitz. Halt, Schäfer haben wir nicht drin gelassen, oder? Heinke wollten wir reinnehmen, sowas. Und dann passt das. Lappe nehme ich mal mit. Der könnte vielleicht nochmal Einsätze bekommen. Sowieso darf heute mal auf der Tribüne Platz nehmen. Müller brauchen wir nicht. Schweden muss auf jeden Fall nochmal mit. Statt Schäfer, der kriegt auch ein Päuschen.
Und dann passt das. Also, leicht veränderte Aufstellung auf zwei, drei Positionen. Mehr müssen wir nicht tun. Da darf der ein oder andere noch mal ein bisschen Luft schnuppern in der dritten Liga. Und damit starten wir rein in die Partie gegen Chemnitz heute hier am 21. oder im 21. Part. Puh, ja, wir mit den... Wie machen wir das denn hier? Das ist scheiße. Nee, wir müssen so spielen. Beide Mannschaften in den Auswärtstrikots. Darauf müssen wir uns jetzt einfach mal einigen. Regen ist angesagt. Heiner Schnitti, die Legende. Der Schiedsrichter, der also heute die Partie leiten wird. Und dann schauen wir mal. Ich habe es mir aufgeschrieben, Jungs. Pascal Köpke. Könnte ein sehr interessanter Mann sein. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es kann nur sein, dass ich, wie gesagt... Was heißt, es kann sein. Wenn wir ihn kaufen, dann kaufe ich ihn nur aus meiner eigenen... Aus meinem Egoismus heraus, so gesehen. Weil ich ja, wie gesagt, leider nicht auf die Kommentare aktuell eingehen kann. Infovideo dazu dürfte ja mittlerweile schon mal irgendwo rausgekommen sein, wann welcher Part erscheint, beziehungsweise was aktuell Sache ist. Och, und ich habe vor lauter Labern, es ist immer das Gleiche mir, ne? Immer wenn ich hier am Anfang über irgendwas anderes laber, außer direkt das Gameplay, so gesehen, die Partie an sich, dann skippe ich immer aus Versehen weiter. Es tut mir leid. Hätten wir uns nochmal anschauen können. Egal. Ja, da müsstet ihr ja mittlerweile Bescheid wissen, was Sache ist. In dem Sinne, gehen wir's an, Jungs. 18. Spieltag, glaube ich, in der dritten Liga. Gegen Chemnitz, die Chemnitzer dürfen wir nicht unterschätzen, eine Mannschaft, die oben angreifen möchte, die heute 3 Punkte mitnehmen will und dann vielleicht die Chance kriegt, da, ach, abseits, oh Gott sei Dank kam der nicht an, dann die Möglichkeit hat, da durchaus Richtung Platz 3 vorstoßen zu können. Dementsprechend konzentriert bleiben, auswärts, wird nicht einfach, aber wir sind natürlich trotzdem der Favorit und wollen hier die 3 Punkte mitnehmen. Das wollen wir aber auch eigentlich in jedem Spiel als Tabellenführer, egal gegen wen es geht. Ganz klar. So, oben seht ihr nochmal ganz kurz die Tabelle eingeblendet, damit man da nochmal eine kleine Info hat. Gehen wir es an, Jungs, mal schauen. Oh, das sollte ja nicht hin und dann ist das nämlich gleich ein Fehlpass. Die pressen schon mal früh hier, die Chemnitzer. Die pressen schon mal relativ früh. Hansch, oh, das ist ein starker Zweikampf von Weil. Und jetzt vielleicht mal die Konterchance für uns. Ludwig, das ist kein Abseits, das ist kein Abseits. Und da ist Lockepper und dann ist der Keeper da. Lass das nicht wieder so eine Partie werden, zuletzt wie Gegner. Ja, nicht nur gegen Halle, sondern vor allem gegen Schnitzler. Als der jeden gehalten hat. Bitte lasst uns heute, wenn wir denn schon die Chancen haben, relativ früh das Tor machen. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht hier wieder bis zum Ende zittern müssen. Das ist nicht das Ziel. Erdmann. Guter Ball, schöner Ball auf Lohkämper. Beck setzt sich leider nicht durch im Bände. Letztendlich dazwischen und Thiele mit dem langen Ball nach vorne. Thiele war ja auch eine Option. Den haben wir auch noch im Hinterkopf für die Stürmerposition. Wobei der da scheinbar sogar als Flügelspieler erstmal aufläuft. Bei Chemnitz. Hamann. Guter Ball nach vorne. Mal schauen, wie da hinten die Verteidigung heute funktioniert. Wobei es ist ja auch nur eine Personalie, die wir geändert haben. Da haben wir nicht komplett alles auseinandergerissen. Jetzt allerdings vielleicht mal die Chance. Beck. Ah, kann ihn leider nicht behaupten. Dem erstmal dazwischen. Somit wieder die Möglichkeit, das Spiel ruhiger aufzubauen. Leutenecker. Auf den Flügel gespielt. Hamann gut dazwischen. Ball kriegen wir. Und der war dann zu schnell nach vorne gespielt. Thiele. Kommt über die rechte Seite. Wieder Leutenecker. Aufpassen, da können wir nicht so wirklich drauf schieben. Flanke kommt rein. Schlecht geklärt. Thiele ist da. Brunst hat den. Uiuiui. Und da ist in der Mitte, wenn ihr aufs Radar schaut, ganz viel Platz. Vielleicht können wir den ausnutzen jetzt mal. Ludwig versucht mal, Beck zu schicken. Und das funktioniert auch. Beck mit der Möglichkeit. Beck mit der Möglichkeit. Beck! Wieder der Keeper da. Eieiei. Halbchance, die wir da mehr oder weniger hatten, ne? Bleibt weiterhin beim 0:0. Ludwig Beck. Wieder Ludwig. Ball kommt nicht an. Nochmal Ludwig. Nochmal Beck. Nochmal Beck. Und wieder Kunz. Hinz und Kunz. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt keine Aufgabe für Kunz da im Kasten. Den sollten wir kriegen, den Einwurf. So schaut's auch aus. Knappe halbe Stunde gespielt. Niemeyer auf Beck. Jetzt vielleicht mal die Chance. Das ist ein super Ball. Ludwig wird da nochmal vom Ball getrennt. Es gibt den ersten Eckball für uns. Den bringen wir mal so ein bisschen an den kurzen Pfosten. Beck kommt nicht hin. Der Kunz, der verschätzt sich. Kuriose Szene. Aber erstmal geklärt. Niemeyer nochmal nach unten gelegt. Das ist ein super Ball. Ludwig, das ist eine super Flanke, aber ein bisschen zu nah an den Keeper getreten. Deswegen mal wieder Kunz. Also gefühlt in diesem und im letzten Part dreht sich alles um die gegnerischen Keeper. Wahnsinn. Aber das ist trotzdem auch noch nicht so das absolute Offensivfeuerwerk mit absoluten Top-Chancen, wie zuletzt gegen Halle. Wir haben gute Möglichkeiten, gar keine Frage. Aber da dürfte es gerne auch noch ein bisschen mehr sein. Niemeyer, gut gespielt. Oh, kommen wir nicht ganz hin. Ludwig auf Erdmann. Ah, kommen wir nicht in den Zweikampf. Koch. Hansch. Fran. Zweikampf gewinnen wir da leider nicht. Koch jetzt. In die Mitte gelegt, wieder nach oben gespielt auf Fran.
abgelegt auf Thiele. Ja, die nisten sich so ein bisschen ein, aber Weil hat keinen Bock drauf. Der denkt sich, ja, den hole ich mir mal eben schnell die Kulle. Schön gemacht. Schieben wir über unten nach. Nicht so wirklich, nur so halb. Allerdings reicht das vielleicht nie. Dem wieder dazwischen. Leutenecker. 7 Minuten noch. In Durchgang 1. Es riecht so ein bisschen nach einem Unentschiedenstand jetzt. Allerdings die Riesenmöglichkeit für Chemnitz. Und dann ist das Brunst, der da unkonventionell reingritscht. Aber das war ganz, ganz wichtig. Sonst steht es hier 0-1. Uiuiui. Also Wahnsinn. Brunst mit der Grätsche. Schönes Ding. Fran. Nach oben gelegt. 4 Minuten noch. Weil jetzt vielleicht nochmal die Konnermöglichkeit. Vielleicht hat uns dieser Angriff ein bisschen aufgeweckt, den da Chemnitz gerade hatte. Und zeigt uns, ja, das ist nicht so einfach. Da kann man auch mal ganz schnell irgendwie einen Gegentreffer kriegen. Gute Aktion gegen Koch. Holen wir sogar den Einwurf raus. Gut gemacht. Jarhead auf Roter. Erdmann, ja, nein, das ist das Tickchen zu ungenau dann vorne. Trinks, der war allerdings noch schlechter als unsere Pässe. Oh, aggressiver Zweikampf da, aber wir reißen damit genau die Lücke. Beck, Beck, Beck probiert's, der Ball, der kommt jetzt erstmal 5 Minuten nicht runter, Freunde. Da kommt sogar der Keeper. Ja, sag einmal, wo bleibt denn der Ball? Und was macht denn dann der Keeper? Was eine kuriose Aktion schon wieder. Also das Spiel hat ein paar Highlights, das kann man sagen. Und dann ist Dem derjenige, der sich leider durchsetzt. Nochmal abgelegt, noch nicht abgepfiffen. Nochmal die Möglichkeit und Lohkämper ab in die Wolken. Und wir gehen ab in die Pause. 0-0 der Spielstand. Nach 45 Minuten, ach jetzt habe ich die auch noch weitergeklickt, die Ergebnisse. Möglichkeiten an sich waren eigentlich soweit da. Ja, hier eine Führung zu erzielen. Aber wir kriegen es noch nicht hin. Dementsprechend weiter dranbleiben in Chemnitz. Weiter dran arbeiten am Auswärtsdreier Anfang Dezember. Thiele. Bände. Hoher, langer, weiter Ball nach vorne. Ja, zweiten Ball bekommen sie mit Trinks. War kein Foulspiel, doch war ein Foulspiel, das der Schiedsrichter da erstmal gesehen hat. Trinks legt sich die Kulle bereit. Das sind hier locker 35 Meter. Also da wird er nicht abziehen, oder? Der chippt den in die Mitte. Wieder Bände. Allerdings fehlt der jetzt hinten und wir kriegen die Kontermöglichkeit. Och, und dann spielen wir so einen Ball. Das kann nichts werden. Aber Beck setzt nach. Lohkämper geht. Schlechter Ball. Der zweite. Also, das ist noch nichts. Gut gemacht von Weil. Schön aufgepasst. Niemeyer auf Erdmann. Der sieht da den Beck. Und dann oh, kommt der Ball wieder nicht an. Also, unsere Passgenauigkeit hier gerade ist unterirdisch. Ist absolut unterirdisch im zweiten Durchgang. Hansch. Aufpassen. Leutenecker, Leutenecker, Leutenecker. Leutenecker, Leutenecker. Wir kommen gerade so in den Zweikampf. Meine Güte, der Leutenecker, Freunde. Sorgt dafür ordentlich Alarm. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Beck schiebt. Aber Beck ist halt nicht der Allerschnellste. Aber Beck ist immer noch nicht der Schnellste. Beck wartet, Beck wartet, Beck findet den Jarhead. Was ein Ball. Jarhead, Jarhead. Macht ihn nicht. Erste dicke Chance im zweiten Durchgang. Der Beck, der rennt und rennt und rennt und rennt. Und Jarhead bietet sich an. Aber leider bleibt es erstmal beim 0-0 weiterhin. 24 Minuten noch in dieser Partie, Jungs. Ne, 34 sind es noch. Schlappi, rechnen muss man können. Gut gemacht. Nächste Möglichkeit. Jetzt Jarhead, jetzt muss es fallen. Jetzt muss es fallen, aber es passiert nicht das, worauf ich gedacht habe oder spekuliert habe. Nächster Ballverlust. Koch, heieiei. Da ist Trinks. Diesmal macht das besser. Was war das denn? Also das ist ein kurioses Spiel hier bislang. Das kann man, denke ich, so sagen. Beck vielleicht mal. Beck vielleicht mal. Beck! Kunst holt ihn raus. Guter Abschluss mal in den Longshot da. Kann man durchaus mal probieren. Wir sind mittlerweile in der 60. Wir können uns auch Gedanken machen über den Wechsel. Kunst kommt raus, fängt den ab. Das machen wir jetzt gleich. Ich denke, wir gehen wieder das ähnlich an wie zuletzt. Heißt, nur genau andersrum. Türpitz rein. Und da bringe ich mal Schwede. Nee, ich bringe Butzen. Butzen und Schwede. Und vorne dann vielleicht nochmal den Düker irgendwie in der 80. Schauen wir mal. Aber das soweit erstmal die zwei Wechsel, die dann bei der nächsten Spielunterbrechung vollzogen werden. Halbe Stunde hier in Chemnitz. Ball auf die Seite gespielt. Gut von Erdmann. Schön dazwischen. Hamann. Ja, das könnte jetzt was werden. Das könnte jetzt was werden. Lohkämper. Oh ja, Beck nochmal. Abgelegt, nochmal gespielt. Lohkämper. Ja gut. Das ist dann eher ein Schüsschen. Kunz wieder ohne Probleme. Und Kunz rums vor damit. Und der Ball kommt postwendend zurück. Das ist gerade das Spiel von Chemnitz. Ludwig. Ja, gut gespielt. Jarhead probiert's mal direkt. Der war nicht schlecht. Genauso habe ich mir das vorgestellt, aber leider natürlich mit einem Tor. Jarhead jetzt erstmal raus. Doppelwechsel auf dem Flügel. 9-3 Schüsse mittlerweile in dieser Partie. Ein 1-0 wäre verdient, ohne dass wir
ja, seit langem mal wieder so eine absolute Top-Chance hatten, wenn mich da gerade jetzt nicht alles täuscht, oder? So eine absolut hundertprozentige Chance. Die fehlt uns noch, die geht uns so ein bisschen ab. Die hat mein Durchgang 1, als Beck war es, glaube ich, alleine auf den Keeper zugelaufen ist. Was eine Chance! Aus dem Nichts kommt da Fran zum Ball und dann das 1:0 für Chemnitz. Riesenmöglichkeit. Keine Ahnung, wie der sich das schon wieder weggeschlichen hat. Und dann war der Pass perfekt, kein Abseits und Chemnitz führt. Und beschert uns dann jetzt unsere zweite Saisonniederlage. Schaut euch das an. Jetzt sticht er durch, der Elfer. Und das ist halt ein perfekter Laufweg. Also, das ist eine Aktion, die ist überragend rausgespielt. Und wir stehen auf einmal richtig dumm da. Ein Angriff nach dem anderen, der da auf das Tor der Chemnitzer rollt, die eigentlich nur mit hohen, weiten Bällen agiert haben in diesem zweiten Durchgang. Und auf einmal steht's 0-1. Heieiei, wir sind gefragt. Reinhardt über die Seite, guter Zwischner, kriegen sogar da den Einwurf für uns zugesprochen. Und jetzt müssen wir hier auf sehr offensiv stellen und aber mal ganz schnell nach vorne Aktionen, Aktionen, Aktionen schaffen. Schön gespielt, Beck, gut nachgeschoben von Ludwig. Er muss nochmal hinten rum, da war der Ball versperrt und Beck, mein Lieber, du musst auch ein bisschen entgegenkommen, vor allem wenn ich dir auch noch mitgebe. Aber Beck kriegt jetzt die Chance. Ludwig, 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 komm, rennt, tut's, macht, Jungs. Das gibt's doch nicht. Wir können ja gerne Spiele verlieren, aber doch am besten nicht solche Spiele, wo wir Riesenmöglichkeiten haben, aber einfach die bessere Mannschaft sind und die Chancen durchaus haben, aber der Ball einfach nicht rein will. Solche Dinger will ich einfach nicht verlieren. 12 Minuten noch, wir gehen jetzt mal rein. Diesmal kommt Beck raus, Düker rein. Letzter verbleibender personeller Wechsel. Den war Tetigner und jetzt heißt's Daumen drücken. Trapp kommt über die linke Seite. Ball haben wir, wunderbar, gut geklärt. Komm, geh doch entgegen, Mensch. Schwede. Mein lieber Schwede hier, Freunde. Alter Schwede, was macht er? Guter Ball nach oben, Fragezeichen. Ja, riskant, aber gut, riskant, aber gut. Ludwig, da fehlt halt aber auch irgendwo eine Anspielstation. Da gibt es halt gerade aktuell bei uns in der Truppe irgendwie keinen, der genau diesen einen Weg macht, den da vorne der Chemnitzer gemacht hat und dann fürs Tor gesorgt hat. Das ist gerade so ein bisschen der Unterschied. Wir setzen uns immer... Oh, schlechter Ball von mir. Wir setzen uns immer wieder gut fest, aber es fehlt dann vorne irgendwie entweder der perfekte Laufweg oder der perfekte Pass. Eins von beiden ist nicht da. Jetzt nochmal Chemnitz, Möglichkeit zur Entscheidung. Mit der Hacke da fast perfekt gespielt. So gibt es die Chance für Schwede. Der schiebt jetzt nochmal an. Der nimmt jetzt nochmal die Leute hier mit. Schwede. Ja, der Ball auf Beck. Beck nach vorne gelegt auf Ludwig. Ludwig versucht den Doppelpass, aber er läuft nicht. Lohkämper. Nochmal nach ganz oben gelegt den Ball. Da ist nochmal Schwede. Und dann kann den Trapp irgendwie runterstoppen mit dem Kopf. Wie auch immer das funktioniert hat. Drinks. Die letzten Minuten, Jungs. Das sieht hier nach der zweiten Saisonniederlage aus. Nee, Hamann hat nochmal was dagegen. Nochmal Ludwig. Nochmal gut gespielt. Das muss es jetzt sein. Jetzt kommt der Ball nicht an. Das muss es jetzt sein. Und das ist es nicht, weil der Abschluss ungefähr des Todes schlecht war. Nochmal geklärt. 2 Minuten oben drauf. Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Och, jetzt kriegen wir da nicht mal den Ball und damit ist Schlusspfiff. Bittere 1-0 Niederlage. Ähnlicher Spielverlauf wie im Derby gegen Halle. Nur, dass wir diesmal das Spiel absolut nicht schaffen zu gewinnen können, tun. Was eins Deutsch. Schaut euch das an. Der Ball will nicht rein. Chemnitz mit einem überragenden Angriff und der war letztendlich drin. Ja, und damit müssen wir jetzt eine Niederlage hinnehmen. Das ist eine bittere Pille. Wir gucken mal rein. Spielt Aalen zeitgleich. Aalen spielt nicht. Bremen spielt nur unentschieden. Damit holt Bremen mal nur einen Punkt auf uns auf. Und sonst sehen wir da leider erstmal nicht, was der direkte Konkurrent aus Aalen tut. Aber ich schätze mal, die werden sich das nicht nehmen lassen. Dreifachpunktner. Und dann da wahrscheinlich wieder bis auf 5 Punkte an uns ranschieben. Oder? Lassen die auch federn. Nee, Aalen verliert auch. Die Konkurrenz patzt genauso. Der KSC zumindest da nochmal mit einem Sieg. Das ist bitter aus deren Sicht. Dass man da so eine Riesenchance, die wir da ihnen geben, nicht nutzen. Für uns natürlich perfekt, dass da erstmal soweit nichts passiert. Gucken wir mal schnell an, gegen wen hat Aalen gespielt? Aalen mit der Partie gegen den KSC. Ja gut, dann war das ein direktes Duell. Dann geht das in Ordnung. Also, wir auf 1, dann ganz, ganz viel Platz mit 8 Punkten und dann trudelt sich so alles ein bisschen ein. Ihr seht's, vom Tabellenzweiten von Aalen bis zum Tabellenzweiten aus Köln sind das gerade mal 3 Punkte Unterschied. Torverhältnis liegt auch alles einigermaßen in einem groben gleichen Rahmen. Also, das wird ein spannender Fight um Platz 2 und Platz 3 werden in dieser Saison. Gehe ich mal ganz schwer von aus, auch wenn wir erst an Spieltag 18 stehen. Aber gut, wir gehen jetzt nochmal die letzten Tage voran, Jungs. Sind mittendrin im Dezember. Spielen gegen Lotte. Da werden wir gleich nochmal schauen, wo die stehen, beziehungsweise im nächsten Part. Und dann würde ich sagen, war es das soweit von mir für heute.
an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir kriegen aber nochmal eine Nachricht rein. War es das doch noch nicht? Seidel, kann ich Sie was fragen? Nee, der Part ist vorbei, Herr Seidel. Der Part ist vorbei. Hier wird nichts mehr gefragt. Ich verabschiede mich gerade, Jungs. Däumchen nach oben, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.